Dave zurückschreiben. Das nehme ich doch gerne an. Also dann wisst ihr schon mal, ich werde demnächst wahrscheinlich beim Dave auftreten irgendwo. Ich weiß noch gar nicht, welches Let's Play. Er macht da so ein kleines Geheimnis draus. Das ist sein Nachfolgeprojekt zu Baphomets Fluch, was er gerade spielt. Und da hat er jetzt, wie gesagt, schon 2 Sessions aufgenommen und schon 30% geschafft. Also ich habe ja eine kleine Ahnung, was es vielleicht sein könnte, aber ich sage jetzt hier noch nichts. So. So, habe ich immer eben geantwortet. Jetzt bin ich auch wieder bei euch. So. Ja, da habe ich ja wieder einen Raum entdeckt, wo ordentlich Schleimviech auf mich wartet. Aber ich habe das Geheimnis mit den Türen habe ich ja noch nicht gelöst eben, ne? Ne, genau. Das kommt ja jetzt erst in diesem Raum, richtig. Da haben wir nämlich gleich einen Zettel gefunden. Genau, der liegt hier unter diesem Mantel. Und da hatte ich noch geguckt, ob wir irgendwie noch einen schlechteren Mantel im Gepäck irgendwo haben. Aber ich glaube nicht, oder? Ne, die waren alle schon besser. Und ich selbst hatte auch einen besseren. Und da habe ich den weggeschmissen. Richtig. Aber auf diesem Zettel, da stand was nicht ganz Unwichtiges. Das müsste ich eigentlich mal eben vorlesen, genau. I discovered that if you open all... Ey, so schnell doch kein... Mensch. If you open all but one door, the one where the draft is strongest, a wall slides right open. I'm going to have some provisions there to lighten my load. So, ja, kann ich wieder zurücklehnen. Ja, das ist also ein Hinweis, habe ich gedacht, oder was habe ich gedacht, ist es auch, auf diese 4 Metalltüren, die hier waren. Die sollen wir also wahrscheinlich alle öffnen lassen, also alle öffnen, bis auf eine. Bis auf eine. So, und dann habe ich überlegt, weil da ja steht, where the draft is strongest, ne? Genau. Welche Tür könnte das sein? Das ist mir zuerst nicht so wirklich eingefallen. Und ich glaube, ich habe einfach... Welche Tür habe ich denn zugelassen? Ich weiß nicht, die zweite. Einfach mal ausprobiert. Ich habe erstmal mich alle geöffnet. Das war die letzte hier. Die konnte man aber nur von der anderen Seite öffnen, bin ich der Meinung. Genau. Ja, ich bin rumgegangen und habe die Tür geöffnet. Habe ich doch. Alex, das hast du doch getan, ne? Hat er getan. Seht ihr, ich kenne ihn ganz gut, den Kerl. Der ist mir sehr, sehr... der ist mir sehr sympathisch eigentlich, der Alex. Kann man nicht anders sagen. Netter Kerl. Ja, der könnte sich jetzt hier, genau, den Schalter knüttel. Yay! Und dann haben wir alles offen. So. Und jetzt habe ich halt überlegt, bevor es jetzt da weitergeht, ne? Ich wollte hier erst schon abhauen. Und da habe ich mir gesagt, nee, komm, das willst du jetzt nochmal eben lösen. Und habe jetzt einfach mal probehalber eine zugemacht. Und das war diese hier, glaube ich. Oder? Ich glaube, ja. Die habe ich zugemacht. Oder die, habe ich die erste zugemacht. Und das war direkt die richtige Entscheidung. Und, ah, dieses Geräusch ist so herrlich, ist Musik in meinen Ohren. So, da gab es erstmal eine neue Hose, die aber bei weitem nicht so gut war wie meine, glaube ich. Protection 6, ja genau. Aber Daves Hose, war die besser? Mal gucken. Ich glaube, ja. Genau, dann habe ich Dave die gegeben. Und Daves alte Hose hat dann Rick bekommen. Ich finde das so witzig. Erstmal Hosentausch. Ich stelle mir jetzt mal so vor, wie die 4 Kämpfer da so durch den Dungeon laufen. Und dann gibt es eine neue Hose. Oh, geil, neue Klamotten. Die ziehe ich an. Du kriegst meine alte und so. Ist voll geil. Guck, und Rick gibt seine Hose an Vampy weiter. Vampy schmeißt ihre Hose weg, glaube ich. Ja. Wobei, da ist mir dann aufgefallen, scheiße, du hast falsch geguckt. Ich hatte mir die Stiefel angesehen. Und dann habe ich festgestellt, oh nee, Moment mal, ich habe Mist gebaut. Die Hose ist viel schlechter. Und da habe ich Vampy ihre alte wiedergegeben. Aber stellt euch das mal in Wirklichkeit vor. Die sind da zu viert gefangen. Und tauschen dann erstmal ihre Klamotten durch. Ist herrlich. So. Ja, und da gab es noch eine Axt geschenkt. Aber genau die gleiche hatten wir halt bereits für Dave. Und damit, ja, hat sich das erledigt. Aber es gab nochmal 3 Wurfmesser dazu. Womit wir dann jetzt schon 11 hätten. Ja, 11 Wurfmesser. Aber ich glaube, die werden wir eh nicht benutzen. Will noch nicht zu viel verraten, aber es gibt tatsächlich nachher noch eine Waffe, die unsere Shuriken ablösen werden. Wir haben ja da unten noch 7 Shuriken, die wir mal zum Werfen benutzen. Da gibt es noch eine bessere Wurfwaffe, die Vampy demnächst bekommt. Ich glaube, da habe ich mittlerweile auch schon 3 Stück von. Aber ich sage noch nicht, was das ist. Aber auch was zum Schmeißen halt. So, und jetzt habe ich diese Tür geöffnet und wir gucken uns jetzt den nächsten Bereich hier an.
Oh. Man hört schon wieder einen Feuerritter. Aber ich glaube, der trat nicht in Erscheinung. Da ist ein Zettel auf dem Boden. Und ich glaube, der war wieder von Torum, genau. Da stand da... Oh, the torches remain out of my group. Diese Taschenlampen? Ne, da steht was anderes, oder? Ich konnte es jetzt so schnell eben nicht lesen, tut mir leid. Auf jeden Fall war der Zettel, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Ach, jetzt weiß ich wieder, was das hier für ein Raum war. Genau. Wenn man das. Habe ich das hier am Anfang eben gelesen an der Wand? Ich glaube, ne? Der Raum hieß, glaube ich, Shadow of Maze. Und ich habe zuerst das anscheinend nicht richtig begriffen. Und ich hatte das mit einem anderen Raum verwechselt. Es gibt später in diesem Spiel noch einen Raum, wo man in einer gewissen Reihenfolge praktisch den Gang lang gehen muss. Also einmal links, einmal rechts, einmal Mitte und immer so weiter. Und ich habe gedacht, dieser Raum wäre das. Und deswegen habe ich jetzt hier so planlos hier am Anfang probiert. Guck, einmal rechts lang zu gehen, dann links. Und da habe ich hier gesehen, oh guck mal, das geht. Und dann habe ich gewechselt nach links, so. Und dann bin ich da lang gegangen und immer so weiter. Das war aber gar nicht des Rätsels Lösung. Es ging hier rum, in diesem Rätsel einfach nur darum, immer im Schatten zu bleiben. Das habe ich viel zu spät erst bemerkt. Deswegen ist es hier gleich ein bisschen planlos. So, da gab es nochmal eine Schriftrolle. Zum Mixen von Kräutern, glaube ich. Jo. Ich hatte nochmal geguckt, welches jetzt die neueste ist, weil das irgendwie keine neue Nachricht für mich war. Aber okay, ich habe die, glaube ich, erstmal behalten und gut ist. Ja, und ihr seht das hier. Hier ist überall Schatten. Und so wie ich da ins Licht reintrete jetzt da vorne, oder da, da ist auch Licht. Pass auf, wenn ich jetzt einen nach, wenn ich noch einen weitergehe, dann, zack, bin ich wieder vorne. Und das habe ich halt nicht gecheckt. Und ich habe immer gedacht, oh Mensch, jetzt musst du doch einfach mal hier überlegen, einfach so. Und irgendwann habe ich halt auch zwischendurch abgespeichert und gedacht, oh, wird schon irgendwann passen. So, hier hoch, dann da lang, genau. Den Weg hatte ich mir jetzt schon so eingeprägt, aber das hatte damit gar nichts zu tun. Verdammt. Jetzt im Nachhinein denke ich mir dann auch so, ja. Hättest du einfach mal vernünftig an der Wand den Spruch hier lesen und drüber nachgedacht, dann wärst du da auch drauf gekommen. Ihr seht, ich gehe hier überall eigentlich im Schatten. Und das ist eigentlich das einzige Geheimnis gewesen. So. Genau. Ach, da gab es noch eine Kiste, genau. Die habe ich gefunden. Habe ich erstmal Vampi aufgedrückt. Und die war voll mit Essen. Und da ist mir dann eine Idee gekommen, weil Rick hatte ja einen Beutel mit Essen. Genau. Und da habe ich das Ganze umgepackt. Also packe ich das Essen aus dem Beutel in die Kiste. Und den Rest habe ich, glaube ich, dann gleich noch verfüttert irgendwie. Aber jedenfalls habe ich dann den Sack weggeschmissen. Damit wir nicht so viel Scheiße mit uns rumschleppen. Genau, das habe ich dann, ja, und den Sack weg und den nach da, genau. Hat unser Packesel nicht ganz so viel zu schleppen. Weil so eine Holzkiste ist natürlich viel, viel leichter als so ein Sack. Ne? Ist klar. Ja. Ich frage mich sowieso, wie Rick mit so drei so riesen Holzkisten da rumschleppt. Wahrscheinlich hat er irgendwie so einen Bollerwagen bei sich, sonst kann ich mir das nicht anders erklären. So. Hier bin ich einfach mal durchgerusht. Und zufällig bin ich auch immer im Schatten geblieben. Na, bis auf da. Aber irgendwann ist auch gleich der Groschen gefallen. Ich weiß nicht genau wann, aber der Moment ist nicht mehr lange entfernt. Hm. Genau. Es hört sich auch die ganze Zeit so an, als wäre da so ein Feuerritter unterwegs, ne? Aber ich glaube, hier war keiner. Das ist voll irritierend. Da habe ich dann, genau, da habe ich gespeichert und habe ihn probiert. Okay, bis dahin. Dann habe ich, glaube ich, wieder gespeichert. Genau. Ach ja. Habe ich immer rumprobiert und gedacht, okay, das passt. Da ist noch so ein komischer Schleimball. Plim, weg. Und da habe ich mich echt gefragt, hä? Kann doch gar nicht sein, es gibt doch gar keine Möglichkeit mehr. Naja doch, einfach im Schatten bleiben, Alex. Ach Gott. Ja. Also als Betrachter, sage ich ganz ehrlich, wenn man sich das anguckt, das ist was anderes. Ich merke das jetzt ja auch, wenn ich mir das jetzt angucke, ist mir das ja auch total klar eigentlich. Wenn man dann davor sitzt und selbst spielt und man weiß, es nimmt gerade auf und man muss unbedingt Fortschritt erzielen, das sagt man sich dann ja irgendwie so als Let's Player. Ich möchte was erreichen, ich möchte am besten irgendwie was Tolles da drin haben in der Aufnahme.
irgendwie mal einen coolen Kampf oder irgendwie sowas, oder da hast du dich mal toll angestellt, dass man sich richtig bemüht, irgendwie was zu erreichen, dann ist das, ja, ist was anderes. Hier jetzt im Nachhinein hat man alles viel besser im Blick. Klar gucke ich während des Let's Plays auch auf Schalter an den Wänden und so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man da trotzdem welche übersieht. Gerade weil man so extrem auf die ganzen Wände immer guckt und so. Aber ich will nicht sagen, dass da Aufregung jetzt mit reinspielt. Das nicht. Aber, ja, weiß ich nicht. Irgendwie hat man im Hinterkopf schon, ah, das musst du jetzt aber gut machen. Und dann ist man halt vielleicht doch ein bisschen unkonzentrierter, als man eigentlich glaubt. Ist, glaube ich, so. So. Und ich glaube, so langsam müsste ich eigentlich gerafft haben, dass das Ganze was mit dem Schatten zu tun hat. Ich glaube, ich habe sogar das nochmal erwähnt, dass das Ganze ja Shadow of Maze heißt. Dann ist mir das bewusst gewesen. Na, fällt mir das jetzt gerade ein? Ich glaube, jetzt habe ich es geschnallt. Ja. Ja, ich glaube schon. Da habe ich das so geguckt. Moment, hier ist hier überall Schatten. Bin ich da reingegangen? Ich glaube nicht. Nee, nee. Nee, ich glaube, ja, ich glaube, ich habe es jetzt geschnallt. Nicht dahin gehen, Alex. Nicht dahin gehen. Gut. Und dann habe ich auch gleich endlich einen neuen Bereich gefunden. Nämlich da. Tada! Ein Schalter. Ist es nicht toll? Nochmal die Wände abgeguckt. Ist nichts. So, und da war ich mir jetzt nicht sicher, weil da jetzt wieder Licht ist, ob ich da überhaupt rein darf. Und ich glaube, ich bin da auch erstmal nicht lang gegangen, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt ein neuer Bereich, da willst du ja eigentlich noch gar nicht hin. Und ich habe einfach mal einen Feuerball dahin geschossen, weil ich sehen wollte, wie weit es da noch reingeht und was da hinten ist. Ja, und da habe ich jetzt gedacht, gut, zack, ja, probierst das mal aus, ob man da jetzt lang gehen kann, weil man es ja eigentlich durchquert hat, aber nee. Man darf weiterhin halt nicht ins Licht. Ja, das war nochmal die Bestätigung. Okay. Und jetzt hatte ich, glaube ich, versucht, da wieder hinzukommen und da hatte ich erstmal Probleme mit. Na, ich glaube, ich wollte auch die Wände nochmal nach Schalter absuchen. Mich würde ja nochmal interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Auch wenn es läuft jetzt ja schon einige Parts lang und es wird auch noch ein bisschen dauern. Wir hatten aber, glaube ich, sogar schon eine Traumsequenz, die ein bisschen was auf oder von dem Endgegner, den letzten Endgegner verrät. Die kam später noch, die Traumsequenz. Ich weiß nicht, ob das hier in dieser Session war, also in dieser ersten Hälfte, wo ich noch nachsynchronisieren muss, oder später dann bei dem Live-Kommentar war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber jedenfalls, ja, also wie gesagt, ich würde ganz gerne von euch wissen, was haltet ihr von dem Spiel? Teilweise habe ich gehört, dass es wohl ein bisschen, ja, also nicht so abwechslungsreich ist. Finde ich eigentlich nicht. Also ich meine, klar, es ist immer das gleiche Schema. Man bewegt sich durch irgendwelche engen Korridore, muss ein paar Gegner kaputt machen, ein paar Geheimnisse finden. Genau, das Teil wollte ich auch noch einsammeln, richtig. Aber es ist, finde ich, trotzdem immer noch spannend dabei. Es hat eine tolle Atmosphäre und diese leicht dezente Musik im Hintergrund, das ist ja eigentlich immer nur so ein Raunen und so leichte, ja, weiß nicht, so ein paar Töne, das Flackern der Fackeln und ab und zu mal irgendwie so ein Schussgeräusch oder so. Man hört nur das Herumgehen und vielleicht das Wände abtasten und diese Felswände, die sich verschieben, wenn man ein Geheimnis verfindet, verfindet, ja, wenn man ein Geheimnis findet. Das ist, weiß nicht, diese tolle Atmosphäre in diesem Spiel. Ich finde das richtig klasse. Mir gefällt das total. Und ich würde es super finden, wenn man das vielleicht hier auch als Filmvorlage vielleicht verwenden könnte. Legend of Grimrock, der Film. Wobei ich dann irgendwie schon, ja, da habe ich dann irgendwie schon befürchtet, dass es wieder so ein Actionfilm ausartet mit Special Effects hier und da und kann ich mir gut vorstellen. Aber an und für sich finde ich, ist das eine richtig tolle Vorlage für einen gruseligen Film. Und da würde ich mich freuen. Also, wie seht ihr das? Oh, da hatte ich, genau, da hatte ich noch einen Geheimgang gefunden. Ah, stimmt. Richtig.
Genau, da war ein Teleporter und ich war mir nicht sicher, gehst du da jetzt rein? Dann habe ich, glaube ich, abgespeichert und bin da reingegangen. Richtig? Jawohl. Ein Secret und wir werden direkt mit einem Gift bespuckt. Jo. Wie wir sehen, machen uns die Viecher gar nichts mehr aus. Die sind sofort tot.